Also schauen wir uns die Mathematik als eine Art Sprache an. Es ist ja so, jede Wissenschaft, ob jetzt Biologie oder Soziologie oder Chemie, hat ihren Jargon, hat ihre Sprache. Aber außerdem gilt, die Mathematik ist eine Sprache. Ich glaube, diese Tatsache ist allgemein akzeptiert. Um nur zwei der hervorragendsten Mathematiker unserer Zeit zu zitieren, Yuri Manin hat gesagt, die Grundlage aller menschlichen Kultur ist die Sprache und die Mathematik ist eine Sonderform sprachlicher Aktivität. Und Alain Conn hat gesagt, die Mathematik ist unzweifelhaft, unquestionable, unzweifelhaft die einzige universelle Sprache. Also diese Erkenntnis ist nicht neu und hat sich natürlich auch bei den Physikern schon herumgesprochen. Also schon Galileo hat ja gemeint, die Mathematik ist das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott die Welt beschrieben hat und die Natur spricht die Sprache der Mathematik. Die Buchstaben dieser Sprache sind Dreiecke, Kreise und andere mathematische Figuren. Und Goethe stimmt auf seine Weise zu. Er sagt, die Mathematiker sind eine Art Franzosen. Redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache und dann ist es alsobald etwas ganz anderes. Das ist recht scharfsinnig beobachtet. Und Sprachen sind Zeichensysteme, mit deren Hilfe man kommunizieren kann. Es geht um Informationsübermittlung mit Hilfe von Symbolen. Sprachen haben ein Vokabular, Zeichen und Worte. Sie haben eine Syntax, die Regeln der Verknüpfung, linearer Anordnung. Sie haben eine Semantik, also die Bedeutung des Textes. Und nicht zu vergessen, eine Gemeinschaft, die sie spricht. Privatsprachen sind ein Unding. Das meint übrigens auch Wittgenstein so. Kommen wir also zunächst zu den Vokabeln. Was hier auffällt, ist, der überwiegende Teil der Kommunikation in der Mathematik findet schriftlich statt. Man kann natürlich auch über Mathematik reden. Man tut es auch bei Vorlesungen oder im Gespräch mit Kollegen. Aber dann wird meist bald auf Schriftzeichen zurückgegeben. Klassischerweise also auf eine Tafel im Hörsaal oder auf einer Serviette im Restaurant oder auf einer Marmorplatte eines Kaffeehaustisches. Die Schriftzeichen der Mathematik, die entwickeln sich fortwährend weiter. Die Kreise und Dreiecke, von denen Galileo spricht, die tauchten schon in den Seiten von Euklids Elementen auf. Man findet sie etwa auch in zahlreichen anderen Büchern wie Newtons Principia Mathematica. Heute kommen zusätzlich noch sehr häufig Diagramme vor. Ziffern kommen natürlich auch oft vor, in vielerlei Gestalt, obwohl diese Vielfalt in letzter Zeit abnimmt. Als Kinder werden wir jahrelang auf den Gebrauch der Ziffern abgerichtet. Ich verwende hier einen Ausdruck von Wittgenstein, abgerichtet. Wieder zitiere ich ihn, den Ex-Volksschullehrer. Er sagt, die Schüler schreiben nun die Zahlen 0 bis 9 zu unserer Zufriedenheit. Und dies wird nur der Fall sein, wenn ihm dies oft gelingt. Nicht, wenn er es einmal unter 100 Versuchen richtig macht. Ich führe ihn nun weiter in der Reihe und lenke seine Aufmerksamkeit auf die Wiederkehr der ersten Reihe in den Einern, dann auf diese Wiederkehr in den Zehnern und nun setzt er einmal die Reihe selbstständig fort. Oder er tut es nicht. Wenn ich nun frage, hat er das System verstanden, wenn er die Reihe 100 Stellen weit fortsetzt? Oder hat er das System inne, wenn er die Reihe bis dorthin fortsetzt? Ende des Zitats. Also jedenfalls hat Wittgenstein verstanden, wie wichtig die ersten Jahre dieser Dressur sind. Sehr schön ist die Anekdote vom jungen Heinz von Förster, der eben als ein Zehnjähriger die Aufnahmsprüfung ins Gymnasium geschafft hatte. Seine Mutter war eine Freundin einer Schwester von Wittgenstein. Jene Schwester, die bekannt ist durch ein Gemälde von Klimt. Also es wird gefeiert bei Kuchen und Kaffee. Zufällig kommt Wittgenstein vorbei. Der Bub wird ihm gleich vorgestellt und er fragt,
Was willst du denn werden? Forscher, sagt der Zehnjährige. Da muss man aber viel wissen, meint Wittgenstein. Ich weiß schon viel, sagt der junge Mann stolz. Worauf Wittgenstein antwortet, aber du kannst nicht wissen, wie recht du hast. In diesen frühen Jahren nehmen ja Kinder ganz erstaunlich viel nach. Nach dem Zahlenrechnen lernen die Kinder dann das Buchstabenrechnen und den Gebrauch von Formeln, von denen es in Mathematikbüchern nur so wimmelt. Die Formeln bedeuten überall dasselbe und werden überall von links nach rechts gelesen, auch dort, wo die normale Schrift von rechts nach links geht oder von oben nach unten. Diese Formelsprache hat sich zunächst nur unendlich langsam entwickelt und später ganz rasant. Die folgende Zeittafel ist instruktiv. Also hier ist die X-Achse die Zeit. Bekannt, dass die Null erst sehr spät in unserem Kulturraum kam, über Indien und die Araber. Für die Dezimalschreibweise oder überhaupt für Stellenwertsysteme ist sie natürlich unerlässlich. Das Pluszeichen kam um 1360-70 auf. Also ungefähr um die Zeit, als die Wiener Universität gegründet wurde. Das Minuszeichen mehr als 100 Jahre später. Und dann das Zeichen für die Wurzel und so weiter. Später ging es dann explosionsartig, dank Euler und anderen. Besonders beachtlich, wie spät erst das Gleichheitszeichen eingeführt wurde. Erst im 16. Jahrhundert durch einen gewissen Robert Record aus England. Er wählte das Symbol wirklich wohlüberlegt. In seinen Worten, ein Paar von Parallelen oder Zwillingslinien von gleicher Länge, denn keine zwei Sachen können gleicher sein. Dieses Design vom Gleichheitszeichen hat sich dann als überaus gelungen herausgestellt. Beachten Sie, wie selbstverständlich uns Formeln geworden sind. Und die Griechen mussten noch ohne sie auskommen. Die Oberfläche der Kugel wurde von Archimedes nicht durch eine Formel gegeben. Oberfläche ist gleich 4pi r Quadrat, sondern durch einen Satz, der allerdings vielleicht einprägsamer ist. Die Oberfläche der Kugel ist viermal so groß wie die Oberfläche des größten Kreises, den die Kugel einschließt. Heutzutage beherrscht jeder Mathematiker und jede Mathematikerin Tech. Das ist eine raffinierte Art, um mathematische Formeln zu schreiben. Mathematiker denken in Formeln und müssen sie übersetzen können in komplizierte Codierungen. Darüber hinaus gibt es so großartige Programme wie Mathematica oder Maple, um zu rechnen, auch symbolisch zu rechnen. Also um uns die Routinearbeit mit Formeln und Gleichungen abzunehmen, um Ausdrücke zu vereinfachen oder Aufgaben der darstellenden Geometrie zu lösen. Das ist wieder eine Übersetzungsarbeit. Man tippt einen Befehl ein und heraus kommt eine Rechnung oder eine Figur oder die Vereinfachung einer Formel. Es muss freilich betont werden, dass nicht jeder Mathematiker, nicht jede Mathematikerin mit Formeln und Figuren manipuliert. Vor allem aber, dass ein mathematischer Text nicht eine Folge von Formeln ist. Es braucht auch eine Syntax. Das verstehen Anfänger nicht immer. Bei Prüfungsarbeiten steht oft bloß eine Formel unter der anderen kommentarlos wie vom Himmel gefallen. Weist man sie darauf hin, dass etwas fehlt, so sind sie imstande, ihr Smartphone zu zücken und ein Foto der Tafel zu zeigen, wo auch nur die Formeln stehen. Der Vortragende schreibt nämlich oft nicht alles hin, was er ausspricht. Also aus dieser Formel hier und jener Gleichung dort folgt dies und das, noch gilt daher das und jenes. Durch Differenzieren erhält man daraus dies und so weiter. Wenn das, dieser Zwischentext, unterschlagen wird, dann kommt Unsinn heraus. Ein Beispiel etwa, wie man es oft in einer Prüfungsarbeit sehen kann, ist folgendes. X² plus 2x plus 5 ist gleich 2x plus 2 ist gleich minus 1 ist gleich 4 ist gleich Minimum. Ja, da hat der Prüfling vieles richtig gemacht. Er differenziert, die Nullstelle der Ableitung gefunden, eingesetzt. Und es ist doch völliger Unsinn. Statt zu erklären, was passiert, wird stets ein Gleichheitszeichen gesetzt. Und das ergibt natürlich eine sinnlose
Aneinanderreihung von mathematischen Symbolen. Es fehlt da die Struktur. Es fehlt der Satzaufbau. Ein typischer mathematischer Text ist eher eine Mischform aus normaler Sprache und Formeln. Also er schaut eher so aus wie hier. Satz, wenn f x nach y stetig ist und u eine offene Teilmenge von y, dann ist f hoch minus 1 von u eine offene Teilmenge von x und dann kommt der Beweis. Wenn wir hier nur auf das Schriftbild schauen, da sehen wir eine Mischform aus Worten und Formeln. Es handelt sich hier um eine simple Übungsaufgabe für Studierende im dritten Semester oder vierten Semester, die problemlos zu lösen ist. Hier vielleicht eine Spur zu umständlich gelöst, aber völlig korrekt. Wer immer das geschrieben hat, ist offensichtlich auf dem besten Weg, zur mathematischen Gemeinschaft zu stoßen. Die Wörter der normalen Sprache, Anführungszeichen, sind übrigens der Alltagssprache entlehnt, aber oft mit ganz anderer Bedeutung. Also etwa das Wort offen. Studierende lernen bald, dass eine Menge sowohl offen als auch abgeschlossen sein kann. Oder weder das eine noch das andere. Man lernt auch andere Eigenheiten der mathematischen Idiomatik. Also entweder das, zum Beispiel das A oder B, anders als häufig üblich, nicht ausschließt, dass beides gelten kann. Oder dass, wenn A, dann B, etwas anders verwendet wird als üblich, nämlich als nicht A oder B. Oder dass eine Aussage wie jedes Gespenst ist liebenswürdig richtig ist. Denn um falsch zu sein, müsste es ja Gespenster geben. Ja, Anfängern bereitet das oft Schwierigkeiten. Aber dann hat man sich irgendwann an den Jargon gewöhnt. Wundert sich dann nicht mehr, dass der Körper der Bruchzahlen, das ist der Körper, was wird da gebrochen, ja, auf Englisch the rational field heißt. Was man wiederum nicht als das Feld der Vernunft zurückübersetzen sollte. Viele Wörter haben also nur wenig zu tun mit dem umgangssprachlichen Pendant. Außerdem wimmelt es in der Mathematik von so idiomatischen Eigenheiten wie dann und nur dann oder ohne Beschränkung der Allgemeinheit oder wie man leicht sieht oder, das geht der Umwelt am meisten auf die Nerven, das ist trivial.